Einen wunderschönen. Kann man mich hören? Müsste eigentlich. Es ist Dienstag, es ist ZRL und spätestens seit letzter Woche sind wir voll im ZRL-Fieber. Voll geflasht von unserem überragenden Erfolg, den wir eingefahren haben. Ganz vorne Sven, wo wir ja so erstmalig auch so richtig Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. Völlig ungewöhnlich für uns Triathleten, die eigentlich erst heute so richtig ihre Stärke ausspielen wollten. Haben uns viel vorgenommen, heute also erstes Zeitfahren in der ZRL in Wandering Flats. Was? Wandering Flats heißt der Kurs so? Makuri Island, ja. Muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich auf die Strecke nicht so richtig vorbereitet, weil gar nicht notwendig. Heute wird Daniel unseren DS machen, der schon ja alle Statistiken gewälzt hat, alle Daten analysiert hat, hoffentlich, die es so gibt. Und dann den Jungs während der Fahrt ja, beste Instruktionen geben wird, dass das heute auch wieder hoffentlich ein voller Erfolg wird. Ja, was heißt geflasht vom letzten Wochenende? Wir können ja mal, kriege ich es hin, genau, einen Blick in die Tabelle werfen. Oh, da stehen wir auf Platz 3 mit Tuchfühlung zur Spitze. Das schaut richtig gut aus. Also wir haben da eine Liga erwischt, offensichtlich, die uns richtig gut bekommt, die nicht zu krass ist, wo wir ja ein Niveau haben, bei dem wir ganz gut mithalten können. Und so macht das natürlich richtig Spaß, mitzustreiten. Und ja, da gucken wir mal heute, was dann die beiden vor uns startenden Teams veranstalten. Wir hoffen zumindest, dass die vor uns starten. So ganz ersichtlich war das heute irgendwie aus den Daten nicht, wer welche Startzeit hat. Aber ja, wir nehmen es einfach mal an. Daniel wird wahrscheinlich schon genaueres wissen. Ja, welche Gladiatoren haben wir denn heute in die Arena geschickt? BHC. Schauen wir mal, wenn jemand zu sehen ist. Ah, da fahren sie sich schon warm. Im Team Dress sieht das nicht toll aus. Sieht es. Gucken wir mal, ob ich sie im Discord auch schon erreiche. Schalten wir einfach mal. So viel Knöpfchen und so wenig Routine. Aber das spielt sich alles wieder ein, hoffe ich zumindest. So. Brauchen wir mal rein, Jungs. Seid ihr da? Ja, alle da. Hi, alle da, sehr schön. Ja, nee, noch nicht alle, oder? Ich weiß das. Keine Ahnung, nee. Okay, Sven sehe ich noch nicht im Discord. Und Jan Jogger fehlt noch, ne? So. Ja. Oh. Der andere Jan steht schon neben mir. Der hat fast genau den hässlichen Start wie ich. Na, Daniel erwarte ich erst so in 10 Minuten. Ja, dann kommt er mal erst auf den letzten Schiff rein. Kommt aber hoffentlich noch. Denk schon. Ja, Sören. Hau selber rein. Schreibst du in unseren Stream. Sehr geil. Wenigstens ein Zuschauer. Yeah. Ich komme mit hinten rein, ja. Ich habe schon mal zugehört, dass du so erzählt hast. Das konnten wir im Discord gar nicht mithören. Dass du uns so abgefeiert hast von letzter Woche. Also bin ich zumindest zu verstehen. Das ist ja schon mal gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also OBS, muss ich sagen, hat seine Tücken mit der letzten Version. Ich habe letztens auch gestreamt gehabt, da kam der komplette Sound für mich akustisch. Ich habe es mitgehört, kam rüber, aber ins Output ging er nicht. Also der war total stumm, der Stream. Aber bei mir gestern auch, bei mir letztes Mal auch so die Musik kam zum Beispiel nicht durch. Mit den Effekten, das war irgendwie komisch. Obwohl ich aber über den Ausgang, Monitoring, genau, gehört habe, ne? Also ganz merkwürdig. Deswegen. First World Problems. Das ist tricky, aber. Das ist tricky. So, Freunde, ich fahre jetzt noch mit und dann nicht hier mit dem Handy. Das ist ja auch ein First, jetzt bin ich das erste Mal mit dem Fließbandstart und Zeitfahrrad. Wahnsinn. Sagen alle, dass der TT-Draft anders sein soll als der normale. Mach's gelenkt.
Das werden wir heute genauestens verfolgen. Also SourceForge Swift läuft, die Daten kriegen wir alle rein. Können wir uns tot analysieren. Oh ja. Die NSKSNB sind gerade schon gefahren und haben dann nichts sonderlich gemerkt, dass es anders sei. Und konnten tatsächlich Platz 1 erstreiten. Oh, guck mal, wie wir alle gleich aussehen mit dem Helm. Außer gestern aber ohne Helm. Ihr habt alle dieses Fahrrad. Bist du schon drinne? Nee, ich nicht. Okay. Ich habe einen Cervelo PX5 und einen Skaterhelm. Ich verspreche dir, wir gucken nachher Kappa und ich sage, Daniel. Ja. Der Sven fährt auch im Canyon. Und sagen wir gleich von vornherein nein. So. Und jetzt geht was. So, jetzt werden mir zwei Zeiten angezeigt, die beide wahrscheinlich nicht stimmen. 9.01 und 11.01 noch auf der Uhr. Nee, bei mir stehen die. 6.55, ja. Der Countdown vom Support-Car, der nochmal ein bisschen später ist, deswegen leicht irritierend. Ja. Fire Socks sehen ja am besten auch. Fire Socks? Habt ihr die hoffentlich alle an? Ja, ich bin die noch nicht. Ja, ich bin gerade reingegangen. Also es sind 4 Minuten Differenz zu der Uhr rechts oben. Also habt ihr jetzt noch 6 Minuten 15 so in der Dreher. So ist das. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Okay. Weiß ich Bescheid. Danke. Ja. Also wer startet ganz vorne? Das ist KST. Ja. Da ist Mutants. Ist das so, ja? Also ja. Weil auf der WTL-Seite waren wirklich die Startzeiten der anderen Teams nicht auszumachen, ne? Wir haben 2 Teams vor uns. Also es ist die Reihenfolge der Liga tatsächlich. Ja. Also für die ersten vom Nachteil, oder? Ja. Also theoretisch wäre es besser, wenn die von hinten als letztes shoppen könnten. So war es ja früher mal. Ja. Weiß ich noch, als sie es selber gemacht haben. Früher war alles besser. Ist ja auch so. Aber jetzt, für uns ist es natürlich besser, weil wir sehen jetzt natürlich die Zeiten. Ja, es ist entgegen der Logik von der Tour de France oder so, ne? Ja, entgegen allem. Sorgt aber wahrscheinlich, und das ist das Positive, für weniger Überholung. Ich habe es deswegen auch gemacht. Ja. Und wir werden halt zweimal überholen müssen, aber das ist dann halt. Irgendwer hat da noch ziemlich laut den Stream. Ja, ich mal doppelt rein. Ja, da kommt bei einem kommt ein Echo durch. Daniel, vielleicht? Ja, das ist okay. So, jetzt muss ich nur noch ins Shift reinkommen. Über Fanview kann ich euch dann sehen, ne? Sollte eigentlich, haben wir heute Mercuri als aktive Welt? Nein. Na, ich habe auf dem PC die neue Oberfläche da. Müsste ich, glaube ich, in jede Welt reinkommen. Ach so, hey, genau. Hey, kommst du nicht? Ja, kommst du rein? Doch, müsstest du eigentlich. Ja, nach 3 Minuten. So lange hatte ich selten. Also. Stimmt. Also, wie ist die Taktik jetzt? Wir wollen schon 3 Minuten haben. Also Christian würde sich bereit erklären, das Ganze anzufahren. Okay. Sag mal, ganz kurz, die Differenz sind 30 Sekunden zum Vorderteam oder 1 Minute? Ich glaube 1 Minute. Können wir gleich sehen. Eine Minute. Wenn ihr 48 startet und den... Ja, stimmt. Ja.
also alle, die dieses schnelle Kardex-Rad haben, haben sich automatisch dazu qualifiziert, 10 Sekunden länger vorne zu fahren. Weil nur dann bringt es was. Ich habe es mir tatsächlich auch gerade gekauft, aber es bringt euch jetzt gerade nicht viel. Emotional. Es fehlt immer noch einer hier im Pen. Hallo. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Leicht aufhören zu treten, oder was? Nein. Wer fehlt noch im Pen? Ganz kurz. Jan liegt dort. Also erst nach unseren zwei. Also wir können gleich losfahren. Jetzt ist er da. Wow. Das ist ein eigenen Countdown sein. Danke. Das ist ja oben, ja. Die ersten gehen in 25 und wir zwei danach. Ja, ich nicht zu dir schon wieder. Nee, ist nicht schön, was gut. Lieber rein, lass dich erfahren. Genau. Perfekt. Best thinking. So, schöne Kommunikation gleich, schönen Ansagen. Klare Führung. Nein. Schön aufbereit. Als wir neulich mal unsere 2,5 Watt gefahren sind, da hat dann Käse mir auch beigebracht, du musst wirklich hinter einem anderen herfahren. Also wenn du optisch quasi schräg hinter jemandem fährst, hast du auch wirklich keinen Gas. Genau. Also, konnte ich gerade so bestätigen, auch bei mit Source for Swift. So, da fehlt auch ein Sturm, nachdem wir gestartet sind mit den Avataren. Vor uns, also die Avatars treten dann gar nicht mehr hier in dem Pen. Ja. Ja, ungewohnt. Das ist bloß, wenn du aufhörst zu treten und absteigst, dann passiert was und die Zeit läuft auch. Ansonsten ist alles stocksteif. Ja. So, jetzt sind wir nach vorne gekommen, guck mal. Ja, die vor uns sind nicht gefahren, also die fahren erst in 15 Sekunden. Genau. Können wir nicht immer auf so ein Laufband fahren? Ja. Sind die los? Das hat funktioniert, das ist aber komisch. Jetzt alles ist da. Alles ist auch. Alles gut. Naja. Ihr müsst nicht übertrieben Gas geben am Anfang, das ist beschränkt, die Beschleunigung. Gebt den 4, 5, 8, dann ist alles gut. Ja. Heißt die 4, 5 Sekunden ist für uns? Ja. Ja, auch ja, Christian fährt an, ja? Okay. Ja. Ich fahre jetzt mal ein, zwei Rotationen hinten, um warm zu werden. Ich fahre schon mal vor. Mann, ciao. Viel Erfolg, Jungs. Ja, viel Spaß. Danke. Oh, ey Jungs, irgendeinen Start haben wir noch nie hingekriegt. Hammer geil, alle zusammen. Nie irgendwo abgerissen. Sehr genial. Sieht auch optisch ganz ziemlich geil aus, muss ich sagen. Jetzt müsst ihr euch aufreihen, das sieht aber auch ganz gut aus. Dann geht. So, ich roll durch. Okay, geh du? Na, ich geh. Nee, mach mal. Bin nur durchgerollt. Also im Profil jetzt nicht so viel. Es geht jetzt minimal bergab, aber das werdet ihr nicht groß merken. Source for Swift macht einen richtig geilen Job. Man sieht haargenau, dass ihr genau Minutenabstände jetzt habt. Zu denen voraus. Mit Durchschnittswattwerten, die vor euch minimal weniger. Jan geht. Ja, sorry, Jogger. Also jetzt ist Kilometer 2,5 jetzt leicht bergab und dann ist es flach. Also es geht hier wirklich um Formation, Reihe, vorne Dampf, hinten ausruhen.
Ja, klare Reihenfolge, sehr gut, so ist gut. Genau. Was ist denn denn drauf? Ben geht. Jogger geht. Okay. Ihr habt 4 Sekunden schon gut gemacht, auch das vor euch fahrende Team. Wechsel! Ja, okay, Christian geht. War nicht zu hart durchfahren, einfach rollen, vorbei rollen. Nächster. Ja, Sören kommt. Lang gut. Also wenn man den Einblendung von Zwift glauben darf, dann habt ihr tatsächlich sowohl AST als auch das Team vor euch schon gut Boden gut gemacht. 10 Sekunden auf das Team vor euch. Christian rollt durch. Sören kommt. Wechsel. Danke. Roll durch. Lang gut. Oder so, jetzt dann. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ich melde für 10 Sekunden. Lieber den Mut, in Reihe zu fahren und länger zu führen, als auf 2 zu blocken.
Bitternacht. Noch 2, 1, Jan. Jan geht. Ich bin noch bei KST mal drauf, also die sind zu 6, aber die blobben sehr. Also auf die habt ihr auch tatsächlich schon 12 Sekunden gut gemacht, auf KST. Wechsel. Sören, bist du da? Ja, ich komme. Alles gut. 3, 2, alles gut. 1. Danke, Viktor. Danke, Viktor. Aktion 6,5 Watt vorne. Das ist dann wohl durch. Danke. Ich kenne sie, habe ich auch gerade. Also im Moment sieht es aus, als ob KST gar nicht fahren würde, aber ich habe sie gesehen. Ja, zumindest in den Abständen sind sie ja auch immer noch aufgeführt, gesehen. Ja, aber in-game habe ich sie gerade auch nicht. Nee, stimmt. Danke. Aber nicht von den anderen irritieren lassen. Also durchweg kann man sagen, der Vorsprung nach hinten wird generell größer zu den Teams und nach vorne verringert ihr die Abstände. Ja, komm. Bitte verwalten jetzt. Genau. Ja, genau. So von der Pace habe ich das Gefühl, dass KSP und Team hinter euch relativ gleiche Pace fahren. Ich fahre das auch. Okay, dann mach du. Also Mutant verliert gerade. Die sind nicht, glaube ich, maximal Vierter. So, KST ist wieder da. Also KST hat nicht geschlossen aufgegeben. Komm, er geht. Also auf KST habt ihr 16 Sekunden schon gut gemacht. Und auf die Mutant habt ihr 22 Sekunden gut gemacht. Also ihr macht das genau richtig, nicht überpowern. Es kommt noch ein Berg, also ein Anstieg. Ihr habt aber auch schon über ein Drittel geschafft. Sehr schöne Reihe gerade. Dann Hinrich nur dranbleiben. Okay, Becke. Der Sören kommt. Ja. Okay.
Noch 10 Sekunden. Und wechsel. Einer muss aktiv übernehmen, ja, danke, Jan. Dann geht. Das Mutant hat auch schon einen Fahrer verloren. Die, also weiterfahrt holt er die tatsächlich noch ein. Aber auch KST habt ihr gerade auch im Griff. 17 Sekunden. Der Blattmann, die Lücke wird größer. Ja, sehr gut. Jan, bisschen raus. Bitte? Ja, ich fahr zu. Schön ruhig. Ja. Sieht optisch gut aus. Rein von den Wattzahlen tretet ihr hinten auch tatsächlich noch sehr viel. Aber ja, ich glaube, dass ihr das nicht treten müsst, was ihr hinten tretet. Alles über 4 Watt bei euch. Aber never stop the winning team. Und nicht überpowern. Schön ruhig. Mach lieber längere Führungen, Sven. Genau. Er sieht optisch in der Reihe gut aus, aber er fährt vorne wie hinten alle 5 Watt oder mehr. Solange das durchhaltet, alles cool. Ja, ruhig. So, ihr habt jetzt genau die Hälfte der Strecke. Rein von der Fahrzeit wird die zweite Hälfte minimal länger. Bleibt weiterhin komplett flach. Bis Kilometer 18,5. Dann braucht ihr euch über die Strecke nicht zu kümmern. Wechsel! Sören kommt! Sören fährt vorne raus. Ja, aber gut, alles weiter. Noch 10 Sekunden. Okay. Na, die Anzeige ist komisch, Kelly. Also. Ja, ja. Okay, Jan. Es sind auch nur unsere noch zu sehen und auch die Werte sind nicht unbedingt valide, ne?
Ja, aber de facto, also genau, die auf Mutant hat ja schon eine halbe Minute, genau, jetzt sehe ich sie wieder. Mutant sehe ich. AST hat auch schon einen Fahrer gedroppt. Stöbe nach vorne. Ja. Jan. Ja. Stöbe. Ja, wir brauchen eine aktive Position 2 und 3, dass die Lücken nicht aufgehen. Das KST habt ihr jetzt auch schon 25 Sekunden gut gemacht. Und auf Mutant. Einfach Sisu. Sisu ist noch gut unterwegs, glaube ich. Sisu ja. Hinter euch. So, hier aufpassen in der Kart. Ja, nicht zum Spielen anhalten, ne? Also schön die Linsen in der Hosentasche lassen. So, jetzt sind es noch 2-3 Kilometer flach. Könnte sich jeder mal überlegen, ob er sich berufen fühlt, unter dem Stab ins Ziel zu sparen. Aber das sieht bei euch so rund aus. Ich glaube, ihr zieht das einfach zu 6 durch. Na, der Berg ist draftable, ne? Das ist echt. Schön zusammenbleiben, das können wir alle. Ja, das ist ein Ford's Flat, genau. Da ist das eine Stück bei dieser Godzilla-Kralle. Da wird es ein kleines Stück ein bisschen steiler, aber auch das ist alles easy machbar für euch. Also ihr fahrt einfach eine halbe Minute vor allen anderen. Also ihr fahrt eine halbe Minute vor Mutant, ihr fahrt 27 Sekunden vor Sisu und ihr fahrt 25 Sekunden vor KST. Wenn ihr das durchzieht, ist das euer Tagessieg. Zwei, eins, ich komme. Dann durch. Okay, sorry. Schön, wenn ihr euch um die Führung streitet. Ihr habt noch 10 Sekunden zu dem. Ach nee, das ist ein Einzelfahrer vor euch. Nee, alles gut. Ja. Nee, also genau. Ein Einzelfahrer dazwischen. Ihr habt 29 Sekunden Vorsprung auf Mutant. Noch 5. KSD ist gerade mal wieder nicht gesehen. Die sind aber auch nur noch 2 Sekunden. So, jetzt kommt hier das kurze Dirt-Stück und dann geht's rechts. Und dann geht's auch so langsam. Bergan. Sorry. Aber alles draftable. Alles false flat. Jonger geht. Nicht zu doll, Jan, lieber länger. Was natürlich jetzt geil wäre, wenn jetzt entweder Mutant oder Sisu noch zwischen euch und KST fährt. Das wäre für die Tabelle natürlich richtig gut, wenn KST nicht Zweiter wird. Aber das haben wir nicht in der Hand. Ineinander. Das ist richtig.
Aber da ihr so super rollt, kann ich gerade so wenig machen. Da muss ich mich um solche Fragen kümmern. So, ihr seid kurz davor, bei 18.5, 18.6, jetzt Zutscheberg an. Ich fände es anstrengend. Ihr blockt. Ja, wer ist gerade vorne? Jetzt ist Jogger. Ich war halt. Jogger fährt, genau. Schön aufreihen. Kann jetzt natürlich ein bisschen Berg verschwommen sein, aber im Moment ist tatsächlich sogar Minuten vor KSP, aber kümmert euch erstmal um euch. Genau, ab jetzt geht's ein Stückchen bergauf. Ihr macht das aber super zu direkt, also ich hätte im Moment nicht ran wollen. Oh, zeitmäßig nicht nötig. Zwei, eins. Doppelkorb ist steil. Genau, das ist das steilste Stück jetzt. Das mal kurz wegdrücken. Jetzt noch mal ein Stückchen Anstieg, einen Kilometer noch, und dann beim Tempel seid ihr oben. Abgesehen davon, dass ihr das eher unspannend macht, der Rest des Rennens ist super eng beieinander. So, letztes Stück Anstieg. Oben ab der Godzilla-Kralle wird's flach. Dann geht's sogar leicht zum Ziel bergab. Leicht, nicht spürbar. Ihr fahrt nach wie vor alle immer über 5 Watt. Also solange ihr das durchzieht, super. Ich bin schon gesund. Das ist meines Erachtens gar nicht nötig, aber... Der Erfolg gibt euch recht.
Seite. Rechts weg. Speed hochziehen. Eine Reihe. Das war's auch mit den Höhenmetern. Dann nehmt mal wieder eine Formation ein, ihr bloppt ganz schön. Jetzt geht's noch 3,8 Kilometer. Okay, ich zieh an. Leicht bergab. Nee, nicht anziehen, einfach nicht fahren. Einer, genau. Und die anderen schön Windschatten. Hände ran. Lang ziehen genau. Das Ding. Ja. Also, genau, also fahrt jetzt echt Formation. Ihr habt das Ding echt locker drin. Also da ist absolut keine Gefahr. Über eine halbe Minute auf alle anderen Teams. 5. Okay. Braucht ja die Führung gar nicht so krass fahren. Ihr könnt euch hinten eher auch noch ausruhen. Deswegen. Naja, ihr seid echt locker durch. Heiß. Ja, das können wir all out, ey. Ja. Wegeanstieg. Der letzte Mini-Kicker. Dann gibt es 2 Kilometer bergab ins Ziel. Ihr fahrt alle über 5 Watt. Also. Macht, was ihr wollt, Jungs. Aber wenn es jetzt echt so aus, als ob KST Dritter wird. Sören übernimmt. Ja, so ein easy. Wir können. Genau. Machen. Letzten 2 Minuten. Dann ist das Ding auch schon wieder durch. Super eng, ey. KST hat noch 3 Sekunden Rückstand auf Mutant und fahren gerade aufs Ziel zu. Ja, ich komme. Ja, zieh durch. Hä? Man sieht das Ziel gar nicht. Gut. Ja, Kilometer. Du als Zuschauer leider nicht in der Fanview. Ja, das ist da beschissen. Ich wollte eigentlich jetzt... Richtig. Eigentlich wollte ich jetzt direkt die Zeit mal echt vergleichen. So, jetzt immerhin sehe ich euch wieder. Und ihr habt 43 Sekunden Vorsprung auf Mutant und 47 Sekunden Vorsprung auf CLS. Sekunden auf Sisu, also Sisu fährt stark. Ja, komm, sprint jetzt. Und dann ist da vorne das Ziel? Kommt. Ja. Dann nochmal Gummi. Ja. Da ich jetzt ganz viele andere sehe, seid ihr offensichtlich im Ziel. Sehr schön.
Anscheinend stimmen auch die Zeiten in einem Ergebnis. Wobei, nee, kann nicht sein. Kann nicht. Von den Gefahren? Doch! Kommen. 540 Sekunden Vorsprung, ja, passt. Ja, ja, ihr müsstet, genau. Wer ist denn, ich sehe das jetzt nicht, wer ist denn KST und wie viel ist denn der vierte Fahrer von Mutant hinter dem vierten Fahrer von KST? Das ist doch eine richtige Reihenfolge, oder? Das heißt, wenn die alle reinfahren, sehen wir jetzt hier tatsächlich die echten Ergebnisse. Ja, wir haben 31,50,4 als vierten. Ja, aber die TNT hat nur drei Fahrer da. Da fehlt der vierte. Und das ist blöd. Ah, ne, die waren aber zu viert. Hier bei KSP 4. Ich bin ziemlich sicher. Also ich habe nur bis 9, da kann dann halt noch ein... Okay. Moment. Danke, Stefan. Ja. Danke. Ja, die haben super stark getan. Also das war wieder eine ziemliche Demonstration. Also. Und es war nicht so mega all-out. Also man... Ich fand, man konnte hinten richtig gut chillen, ey. Ja, könnte man auch. Ich glaube, das geht. Musste man aber auch. Es ist viel geiler, als auf einem normalen Fahrrad tippen zu chillen. Ja, es ist viel geiler, einfach zu chillen, ja. Ich habe es nicht gesehen. Also das, was du unter Chillen bezeichnest, hatte immer mindestens 4 Watt pro Kilo. Also ich habe eigentlich nie irgendwie noch mehr chillen sollen hinten. Ja. Ich denke auch. Also ja, wir haben die geblockt, das stimmt schon. Und teilweise ging an zwei die Position so ein bisschen auf. 2-3 Mal. Ja, das ist, wenn vorne einfach CLS ist noch vor Mutant reingekommen, anscheinend. Ja, ja, 3-1. Je nachdem. Ja, jetzt die Frage, wo Sisu reinfährt. Dann könnte es ja echt, das wäre ja richtig zwei. Cool. Wenn Sisu 10 Sekunden hinter uns ist. Nee, Sisu ist auf 2. Ja, ja, gut. Das Sisu, ist ziemlich das cool. Ist, für die Tabelle ist das ja mega. Ich hätte halt gedacht, dass KST Zweiter wird. Und wieso gibt es nur einen Teamtime schon? Schieber. Oh. Eklig am Stück. Wie schnell wir einfach nächste Woche zu 6 einfach weg. Auf dem Zeitfahrrad. Ja, das hilft, glaube ich, nicht. Naja, letzte Woche haben wir es zu 2 schon mal geschafft. Ja, genau. Wir müssen zu 6 auch gehen. Oh, Race Results sind schon drin. Herzlichen Glückwunsch. Aber es sind noch nicht alle im Ziel, würde ich sagen. Also das ist noch provisorisch. Aber es ist, wäre verwunderlich, wenn von hinten eins ein Team so aufhört. Ja, wo ist denn Sisu da? Mutant, KST? Sisu ist noch nicht drin. Ja, stimmt. Die waren, glaube ich, in der Tabelle auch relativ. Die waren auch in der Tabelle weiter. Ist noch nicht vollständig, das stimmt. Was? Aber Sisu steht da auf 8. Also in der Liste. Stimmt. Aber schon. Gerade rein, aber es sind nur zwei. Ja. Das war ein bisschen unübersichtlich. Unübersichtlich für mich. Nach den Segment-Zwischenzeiten wahrscheinlich. Ne? Hat denn einer den Swift Live? Nee, die. Ne, ich gehe mal auf Zwift Power Live. Ja, das muss ja in 2 Minuten müssen wir es haben. Naja. Ich weiß nicht, aber die haben eine Zeit von 30,04 angeblich. Das kann ja auch nicht sein. Also eben kurz vorm Ziel war ein Fahrer von Sisu 2 Minuten 10 hinter euch. Und da der 2 Minuten nach euch gestartet ist, haben die nicht so viel verloren. Also wenn die als Gruppe unterwegs waren. 30,04 kann eigentlich nicht sein. Nein. Aber die sind zu viert gestartet nur. Das wäre mega krass, ey. Ja, die haben noch diesen Typen mit dem 6,5 Watt auf 20 Minuten. Der ist bei Sisu, glaube ich. Okay. Na, steht nicht. Dieser George steht nicht in der Liste. Ja. Okay. Ja, aber in den Ergebnissen bis jetzt auch nur die Platz 2 und 3 im Gap angezeigt. Ich denke, das. Ja, ich glaube, die Datenbank aktualisiert sich dann immer wieder. Also Zwift Power Live. Und die haben auch jetzt kommen weitere Ziele. Die haben auch jetzt alle noch keine Points. Aber jetzt haben die ersten 4 Points. Und da ist. BHC, CLS.
dann Mutant und dann KST. Echt? Du warst mit Sisu? Ich habe nicht verstanden, wo die sind. Ah, noch nicht im Ziel. Noch nicht im Ziel. Nee, das ist. Oh, alle in der Tabelle. Naja, das dauert ein bisschen, ne? Die Datenbank, die aktualisiert sich alle paar Minuten. Also auf ziemlich Tower Live ist es genauso. Da sind nur die ersten drei Teams im Ziel. Ja, jetzt haben wir vier. Also jetzt drei. Jetzt ist ein Update. Ziemlich Tower Live, so. BHC. Ach, das ist sogar bereinigt jetzt. Krass. Ach, jetzt haben sie mit Glitter Finish und so alles mit dabei. Sisu ist nicht mit dabei. Hm. Hä? Hat aber angeblich, das ist realistisch. Die haben jetzt. Sisu hat eine Gap von 17 Sekunden zu uns. Ja, das vorne passt schon. Aber sind auf Platz 9 gelistet, aber wahrscheinlich. Schau mal. Die Frage ist auch, wo der vierte Mann war. Scheinbar ist ja keiner vor uns. Ich würde lieber. Also, es sieht so, also wenn das. Warum wenn das wir nicht da einfach ein bisschen. Wir verwalten das dann, wenn es gut ausschaut. Hast du Schmerzen gehabt? Das war nicht. Der Punkt war schon lange und dann haben sie alle mal weiter vollgefahren. Naja, komm. Den Eindruck hatte ich auch. Aber also die Ansage kam auf jeden Fall zwischendurch mal verwalten, ja, aber. Definitiv. Naja, es kam die Ansage, ein Kilometer vorm Ziel, Achtung, Sisu ist 10 Sekunden hinter euch. Also, wir hatten halt nicht alle im Blick, ne, die ganze Zeit. War doch alles gut, ist doch alles gut. Hat doch funktioniert. Ich denke, es war ein ganz guter Trainingseffekt auch. Also ich war gut für 2 Minuten. Also wenn hier Zwift Power Live stimmt, dann wäre in der, wäre Mutant 0,116 Sekunden vor KSD ins Ziel gefahren, der vierte Mann. Ja. Also der vierte Mann. Genau. Genau so sieht es auch bei WTL aus. Genau, die ersten scheinen realistisch zu sein. Also, dann ist wahrscheinlich KST jetzt noch ein Punkt oder hängt von Sisu ab. Also ob Sisu ist sehr, sehr sicher auf Platz 2. Die haben 10 Sekunden Rückstand zu uns jetzt. In der Liste. Sorry. Ich sehe Sisu noch gar nicht. Nee, sorry. Also nee. Bei Zwift Power Live sind die gerade 7 Minuten 21 hinter euch. Irgendwie ist dabei. Ja. Sisu ist einfacher irgendwie angemarkert. Ja, das ist auch so wichtig. Der hat noch halt zu hohe Socken an. Na, jetzt sind sie bei Zwift Power Live in der Wertung, aber mit dem großen Rückstand. 2 Minuten irgendwie. Vielleicht ist einer zu früh losgefahren bei denen. Ja. Das geht nicht mehr. So. Kriegt ihr ja ganz mit. Ja, aber krasse Werte auch, ne? Also Jogger und Sven, 4,9 Watt pro Kilo, Gimmelig 4,7, Sören, Christian 4,5. Christian war der Einzige, der im Ansatz versucht hat, sich auszurufen. Ja, ich hab davon. Und mich nicht ausruhen, ich musste alles geben. Stefan 4,6, also mit B-Races wird jetzt eng bei dir, Stefan. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Ist alles wieder richtig. Auch bei meinen knapp 30 Minuten nur 10 Watt hinter dem Zwift-Bestwert. Also es war jetzt nicht so locker, wie man vielleicht denkt. Warum nicht so locker? Das war